Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch auf diesem Kanal das erste Mal Trashy. Wir haben eine Mädelsgruppe und da schicken wir entweder gebrauchte Sachen, aber jetzt keine Mascara, also nichts, was direkt, sag ich mal, mit den Augen oder irgendwas in Berührung kommt. Also selbst, was man halt von Fremden auch entgegennehmen würde, sag ich mal so. Und das schicken wir hin und her. Es sind auch teilweise natürlich neue Sachen da drin. Aber einfach Produkte, mit denen wir nichts anfangen können, schicken wir, sag ich mal, im Kreis. Und wir dürfen uns immer was rausnehmen und dafür aber wieder neue Produkte reinlegen. Ich glaube, viele kennen das Format von anderen auch. Und genau, hier neben mir ist das gute Stück. Das ist jetzt das zweite Mal, dass er bei mir ankommt. Bei mir hat er in dem Sinne gestartet. Also ganz ursprünglich bei Like a Daisy in Spring. Und dann kam es zu mir, genau. Und jetzt ist es das zweite Mal, dass er dann richtig bei mir ankommt. Und ich bin sehr gespannt, Leute. Ich fange mal an. Da ist natürlich ganz viel Füllmaterial. Ich schmeiße ich erstmal alles kurz beiseite. Und hier ist das erste, was eingepackt ist. Das gucken wir uns mal einmal an. Da habe ich hier eine Zoeva-Tasche. Und da sind Produkte drin. Gucken wir uns mal an. Einmal habe ich hier einen Suvai Liner in Rot. Und das finde ich interessant. Könnte ich mir vorstellen, rauszunehmen. Ich habe schon welche. Ich bin mir nur jetzt gerade nicht sicher, ob ich einen roten habe. Das müsste ich nachher nachgucken. Den lege ich jetzt mal im Vielleichthaufen. Dann habe ich hier Catrice Five in a Box. Ich bin gerade ein bisschen am Aussortieren. Ich brauche nicht mehr alles und interessiert mich jetzt nicht. Tue ich auf jeden Fall wieder rein. Dann von L'Oréal Paris einen Lidschatten, Mono-Lidschatten. Den brauche ich auf jeden Fall auch nicht. Und dann etwas, was ich, glaube ich, safe behalten möchte. Von Suva. Auch eine Hydra FX Palette. Okay, aber das kann man wahrscheinlich trotzdem auch als Liner verwenden, würde ich jetzt mal sagen. Steht jetzt nicht direkt drauf. Huch, ja doch, ist die Liner Palette, genau. Und das sind die Farben. Und ich liebe bunte Liner, deswegen die nehme ich mir auf jeden Fall raus. Safe, da freue ich mich richtig drüber. Ich wollte die schon immer mal kaufen, habe es dann irgendwie doch immer gelassen, deswegen. Also die behalte ich safe. Bei dem roten muss ich halt gucken, ob ich den schon habe. Dann geht's weiter. Oh, das ist ganz schön, musste ein bisschen leiden. Das wollte keiner haben. Also ich hatte beim letzten Mal super, super viel reingetan. Bestimmt 16 Sachen. Es wird davon ein bisschen auch was wiederkommen. Und alles, was von mir wiederkommt, nehme ich jetzt raus und tue dafür auch neue Sachen rein. Genau, von Evelyn diesen Kryo-Massagerolle, den hatte ich mal. Und ich dachte, vielleicht will ihn jemand haben. Ich brauche ihn nicht. Ja, muss ich mal gucken, ob ich irgendjemanden finde, der das haben möchte. Vielleicht gibt es ja auch jemanden von euch. Ist nur jetzt ein bisschen blöd, dass die Verpackung ein bisschen hin ist. Aber egal. Das nehme ich also in dem Sinne raus, weil es von mir zurückkommt. Dann haben wir hier eine Box, eine Luxury-Box. So, Leute, ich muss das, ich fasse hier, glaube ich, alles gar nicht hin. So. Oh, geil, Leute. Hier sind voll geile Sachen drin. Oh mein Gott. Von Manifix ist das... Ah, stopp, das ist nur der Code, ne? Genau, wie lange ist der denn gültig? Weil das werde ich dann safe rausnehmen. Also, das gab es in der Glossy Box. Da spart man auf eine Nagelfolie. Ja. Das nehme ich gerne, weil ich trage immer Nagelfolien. Ich habe gerade auch welche von Manifix drauf. Das nehme ich mir raus, da freue ich mich. So. Leute, hier ist voll viel. Dann haben wir hier, das hatte ich auch reingepackt. Das ist eine Lidschattenpalette von Ila Masca, die ich benutzt hatte auch schon. Also nicht viel, aber kam leider auch zurück. Also ich mochte die mal, aber ich brauche halt keine Quattros mehr, bin ich ehrlich. Also schlecht ist sie nicht. Ja, vielleicht mache ich mal für euch eine Verlosung. Falls ihr daran Interesse habt, könnt ihr es mal reinschreiben, ob ihr auch gebrauchte Paletten haben wollt. Nehme ich halt, wie gesagt, raus. Ist meins gewesen. Essence Jelly Grip Primer brauche ich nicht. Catrice, ein Blush. So sieht es aus. Ein Creme Blush. Brauche ich auch nicht. Catrice Space Glam, ein... Ja, Liquid Eyeshadow brauche ich auch nicht. Habe ich noch nicht so viel Gutes drüber gehört. Ah, warte, der ist schon, glaube ich, benutzt. Ach, oder behalte ich den? Ich würde ihn vielleicht gerne mal austesten. Ja, komm, den lege ich mal auf den Vielleicht-Stapel, weil vielleicht möchte ich ihn doch testen.
Trended Up, ein Monolidschatten, brauche ich nicht. Essence, ein Monolidschatten, brauche ich auch nicht. Ich bin nicht so der Monolidschatten-Fan. Ich habe ein paar, aber ich greife halt immer zu Paletten. Manhattan, einen Gel Eyeliner, auch den brauche ich nicht. Maybelline New York Matt Color Tattoo Eye Stick. Für die Augen sowas Pinkes. Nee, brauche ich auch nicht. Seventh Heaven Oil Absorb Pore. Die Clog Star, das Celestial Pink Opal Peel Off. Ich mag nicht so gerne Peel Off Masken. Die brauche ich auch nicht. Rival de Loup Cosmos Love. Eyeshadow Palette. Sieht so aus. Ich glaube, die habe ich selber. Bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, die habe ich. Und sonst würde es mich gar nicht interessieren. Schade. Wollte auch gerne haben. Aber kann ich vielleicht ein bisschen verstehen. Ich habe es trotzdem reingepackt, weil Unearthly ist ja eine Indie-Brand. Ich weiß auch nicht, ob die Mädels das alle kennen. Get Groovy ist ein Highlighter-Duo. Und ja, als Highlighter ist es fraglich, weil es letztendlich eher für sehr dunkle Hauttöne ist. Aber ich dachte, vielleicht möchte trotzdem irgendjemand mal was von der Textur oder so an Earthly testen. Scheinbar nicht. Doch nicht. Rival de Loup Fairy Lights Eyeshadow Palette. Das ist einmal diese hier. Auch das interessiert mich so gar nicht. Brauche ich nicht. Dann haben wir hier einen Lippenstift von Love. So sieht der aus. Den brauche ich auch nicht. Ich habe ein paar Lippenstifte und ich brauche nicht so viele, die so cremig sind. Nabla, Two Reasons. Light Red Cream and Color. And was steht da noch? Glassy Balm von Effortless Natural Looking Flush. Ja, okay, nee. Da kann ich auch nichts mit anfangen. Was soll das denn sein für eine... Nee, das brauche ich auch nicht. Isle of Revolution, eine Palette, die brauche ich auch nicht. Vivo, keine Ahnung, Doll Case, Baked Blusher in Shimmer, sagt mir gar nichts. So sieht es aus. So einen hatte ich erst letztes Mal reingetan von Rival de Loup oder so. Den wollten leider auch keine damals haben. Den brauche ich auch nicht dementsprechend. Dann haben wir hier Maybelline Superstay Foundation. Da muss ich nachher nochmal gucken. Ich lege die mal erstmal zum Rausnehmen. Ich glaube, die war von mir. Ich hatte ein paar Foundations reingepackt. Und kann sein, dass die auch von mir war. Das weiß ich aber nicht sicher. Das muss ich nachschauen. Ein paar Foundations wurden nämlich auf jeden Fall auch behalten. Deswegen, ja, aber halt nicht alle. Was ja auch okay ist. Dann haben wir hier von Sephora Pocket Palette. So sieht das aus. Sieht ganz süß aus. Ach, das zieht man hier so raus. Das ist natürlich ganz cool. Das sind die Farben. Es sieht schon nicht schlecht aus. Schon nicht schlecht. Boah. Überlege ich. Finde ich interessant. Das ist halt die Eigenmarke von Sephora. Da hatte ich tatsächlich noch nie Lidschatten, aber schlecht sieht das nicht aus. Und ich mag ja tatsächlich auch eigentlich solche Farben. Ich krieg's jetzt gar nicht mehr auf. Entschuldigt mich. So, dann haben wir hier The Cure Number I5 Revitalizing Eye Repair. Das brauche ich nicht. Biotin Nagelcreme Schutz und Pflege für Nagelhaut und Nägel brauche ich auch nicht. Catrice Foundation. Auch da muss ich gucken. Wie gesagt, ich hatte ein paar Foundations reingelegt. Kann sein, dass sie von mir kommt. So. Und dann haben wir hier noch eine Maske und Augen. Patches. Die würde ich beide erstmal auf den Vielleichtstapel legen. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich die eventuell haben möchte. So, dann haben wir hier als nächstes von Le Petit Marcelle. Oh Gott, wie spricht man das aus? Marcelle? Keine Ahnung, ist Französisch. Ein Après Shampooing Hydration. Also ich denke ein Conditioner, das ist der hier. Brauche ich nicht. Dann haben wir hier die nächste Kiste. Da haben wir einmal Doll Lash bei Doll Beauty. Das sind diese Lashes.
Ja, ich glaube, die sind ziemlich, ziemlich krass. Also ich trage auch verschiedenste Lashes, aber die interessieren mich jetzt so gar nicht. Dann ist hier von Tees ein Lipgloss. Brauche ich nicht. Ich glaube, den habe ich sogar da. Der war in irgendeiner Box. Von Kérastase Paris. Das ist eine Maske für die Haare. Das finde ich interessant. Kérastase habe ich noch nie getestet. Lege ich auf den Leichtstoff. Ich weiß es aber noch nicht. Catrice ein Liquid Blush. Den habe ich tatsächlich zu Hause. Den brauche ich dementsprechend nicht. Dann Grow Gorgeous Defense Anti-Pollution Defense Spray. Auch das habe ich zu Hause. Das war auch in irgendeiner Box. Percy & Reed I Need a Hero Wonder Balm Hair Primer. Das brauche ich auch nicht. Skin Chemist Eutherius Rose & Lavender Intensive Night Therapy Eye Serum. Auch das brauche ich nicht. Was ist das? Acido Laluronico? Oh Gott, keine Ahnung. Steht ja irgendwie nicht drauf, was das ist, oder bin ich blind? Weiß nicht, würde eine Art Serum sein, brauche ich nicht. Moisture Milk Hand Cream finde ich natürlich super, super süß. Aber ich habe so viele Handcremes, sage ich jedes Mal, wenn ich Handcremes irgendwo habe, brauche ich dementsprechend nicht. Technique Plumping Lip Gloss brauche ich auch nicht. The Luminizer Squad von The Balm. Okay. Das sind diese hier. Ich habe den Mary Luminizer, muss ich sagen. Den Rest nicht. Ich finde es interessant. Ich lege es auf vielleicht Stapel, aber dann bräuchte ich den Mary Luminizer halt nicht mehr, ne? Ich weiß es nicht. Ich gucke es mir noch nachher an. Kann ich noch nicht sagen. Hier ist auch nochmal die Foundation von Rival de Loop. Gucke ich mir auch nachher noch an, ob die von mir war. Das weiß ich nicht. B-Routine für ein reines Hautbild. Ich habe nicht so unreine Haut, deswegen brauche ich das auch nicht. Catrice, ein Primer. Der kam von mir zurück. Den habe ich auch reingelegt. Und hier zwei Foundations, die theoretisch auch von mir sein könnten. Lege ich erstmal raus. Also ich glaube, die sind von mir. Bin ich mir ziemlich sicher. Und dann haben wir hier noch von Manhattan ein Lasting Perfection Liquid Matte Lip Color. Nee, brauche ich nicht. Nein, nein, nein. Das war schon wieder die nächste Kiste. Da räume ich mal gerade die Sachen schnell wieder rein, um Platz zu machen. So, dann geht's weiter. Okay, hier ist noch ein Shampoo dazu, wo es auch den Conditioner gab. Ich glaube, dann nehme ich das doch raus. Ich weiß gerade nicht, wo ich den Conditioner hingepackt habe, aber ich glaube, dann nehme ich die beiden raus, weil ganz. Ich habe zwar so viel Shampoo und so, aber ich habe mir letztes Mal davon die Haarmaske rausgenommen. Die habe ich gerade in Anwendung, deswegen macht es schon Sinn, dass ich vielleicht den Rest auch noch habe. Nehme ich mir raus. Und dann haben wir schon die letzte Kiste. Ach ja, okay. Dann haben wir hier REN Clean Skincare Ever Calm Gentle Cleansing Milk. Das ist einmal das. Brauche ich nicht. Dann haben wir The Ritual of Namaste Purify Natural Skincare Velvet Smooth Cleansing Foam. Stelle ich mal auf vielleicht taufen. Das ist ein kleiner Cleanser, den kriegt man recht schnell leer. Das finde ich schade. Dann kann ich das nicht nochmal reintun. Ich habe nämlich noch andere Selbstbräuner, die ich gerne hier reingetan hätte. Aber scheinbar tragen die Leute auch keine Selbstbräuner, die Mädels. Ich nehme ich auch nicht, dann würde ich das mal in eine Verlosung packen. Vielleicht interessiert es euch. Ja, schade. Die kam zurück. Diesmal kam viel von mir zurück, muss ich sagen. Beim letzten Mal fast nichts. Aber ist wie es ist. La Roche-Posay Lipica Warte. Das ist für den Körper, alles immer auf Französisch, kann ich alles lesen. Das ist aber für den Körper. Anti-Dryness Body Milk. Stelle ich auf vielleicht Haufen, also theoretisch könnte ich das benutzen. So ist nicht leer kriegen, würde ich es. Von Monacada eine
einen Lash Extending Primer. Nein, das brauche ich nicht. I Want You Naked Skin Barrier Support Repairing Mask. Ich glaube, wenn, ich schätze mal, es war in der Box, dann habe ich das wahrscheinlich auch. Brauche ich dann nicht. Dann haben wir Catrice Fall in Colors Back Bronzing and Highlighting Palette. Sieht sehr schön aus, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Oh, die kam natürlich kaputt hier an. So sieht das aus. Ist mir aber auch zu dunkel halt. Deswegen, die brauche ich dementsprechend auch nicht. Dann haben wir Harley Quinn Palette. Ich meine, dass die schon letztes Mal drin war. Sehr gut, wenn die dann auch jemand wieder rausnimmt. Hier ist nochmal ein Selbstbräuner. Ich weiß halt nicht, ob ich den reingetan habe oder ob ich mein nächstes Mal reingetan hätte. Nehme ich erstmal beiseite. Dann haben wir eine Palette von Revolution. Ich denke, die werde ich auch nicht behalten, weil die Marke interessiert mich jetzt nicht so doll. Das ist einmal die hier, die brauche ich nicht. Noch meine Revolution Palette, auch die brauche ich nicht. CFT London I'm a Woman, What's Your Superpower Palette. Das ist die und auch hier habe ich das Gefühl, dass ich die beim letzten Mal schon gesehen habe. Und als allerletztes noch eine She Glam Palette Wild Heart. Die sieht so aus. Sieht super, super schön aus, aber ja, brauche ich nicht. She Glam interessiert mich jetzt auch nicht. Ja, das war's, ihr Lieben. Ich gucke mir jetzt noch mal gleich alles kurz an und sage euch, was ich behalte und was nicht. So, ihr Lieben, ich habe mir jetzt die Sachen rausgesucht, die ich wirklich behalten möchte. Und zwar wären das einmal hier Shampoo und Conditioner. Dann einmal die Augenpads von Rituals, das Reinigungsgel von Kerastase, die Maske. Und dann noch den Gutschein für Manifix. Und die Suva-Palette, genau. Das sind die Produkte, die ich behalten habe. Und wie gesagt, die Sachen, die zu mir zurückgekommen sind, nehme ich raus. Gucke ich mir gleich nochmal an, was das jetzt genau war. Ja, und dann packe ich natürlich neue Sachen rein. Die zeige ich jetzt hier nicht. Damit es eine Überraschung bleibt, falls einer der Mädels das sehen sollte oder so. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, in ein paar Monaten werdet ihr die nächste Box sehen. Und dann gucken wir auch wieder, was bei mir zurückgekommen ist. Und was ich wieder Neues rausnehme. Ich freue mich über die Schätze, die jetzt hier liegen und ich freue mich auch gleich wieder was Schönes rauszusuchen. Ich habe mir ein paar Paletten aussortiert, auch ein paar, glaube ich, ganz, ganz gute, die, glaube ich, auch genommen werden. Auf jeden Fall, schätze ich. Genau, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben!